So, hallo zusammen. Wir sind in Föhring in der Nähe von Neu-Ulm. Mein Gesicht ist ein bisschen zerknautscht dank der FFP2-Masken. Heute ist der letzte Tag der Classic Computing und ich bin jetzt gerade eben vor Ort und möchte euch ein bisschen rumführen. So, hier ist der Eingang. Das Ganze findet im Kulturzentrum in Föhring, wie gesagt, statt. Und dann gehen wir doch mal rein. Nach der Security, bei der ich mich heute schon angemeldet habe. Gibt es auch schon Polyplay. Der alte Bouncing Ball. Dieser riesige Staub, wenn du da sogar noch das Kette drauf. Das Kettenlaufwerk. Modifizieren. Größere Rahmen, größere Lumpen, kostet nichts. Alles im
Okay. Ja, hier ist es so, ob es rumgewickelt ist um die Spule oder nicht. Ah ja, und dann ist es 1 oder 0. Ja, wenn es rumgewickelt ist, ist es eine 1, wenn es nicht rumgewickelt ist, ist es eine 0. Da sind die Empfängerspulen da unten, 43 Stück. Mhm. Oh, da könnte jetzt mal wieder einer kaputt sein davon vielleicht, weiß ich nicht. Na, hoffentlich nicht. Ja, es ist eh einer, der nicht tut, also nicht richtig tut. Und also hier wird es halt rumgefädelt um die Spule oder eben nicht. Da sind so U-förmige Ferritkerne drin. Ah ja. Also so rüber. Und dann induziert es halt in die Empfängerspulen, in diese 43, eine Spannung oder nicht, wenn ich quasi hier ein und hier eine Spannung anlege. Okay. Und von welchem Gerät war das? Das ist von dem Wang-Tischrechner, das ist die Gegenseite. Himmel. Das sind auch nochmal 1792 Dioden. Und dann halt für jede Zeile und Spalte die Decoder. Das ist quasi eine 11-Bit-Adresse, also 2048 mal 43 Bit. So etwa 11 Kilobyte sind hier gespeichert. Es wurde gefädelt von der Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Und es gab Anweisungen, quasi wie welcher Draht wo rumgedreht werden muss, ob er da um die Spule rum muss oder dran vorbeigeht. Und das 43 Mal pro Draht und dann musste der Draht hier an die richtige Stelle gelötet werden. Dann nimmt man den nächsten Draht, wieder 43 Mal rumwickeln oder nicht rumwickeln und dann an die nächste Stelle löten. Und so weiter, das 1792 Mal. Und wenn man dann beim Testen festgestellt hat, dass der Inhalt nicht ganz stimmt, dann konnte man natürlich schauen, welcher Draht ist falsch. Als hat man den Draht abgewickelt, hat ihn bis hier zurückgezogen, hier rum angeklebt und abgeschnitten. Weil da rausziehen, wenn schon 1000 Drähte oben drüber sind, dann ist quasi alles kaputt. Ja. Also hat man hier einen neuen Draht angelötet, hat den da wieder reingefädelt und hat ihn wieder an die Stelle gelötet, wo man gerade abgelötet hat. Hier das wunderbare Spiel Schussel der Polizeischreck. Warte mal, ist das was wie Frogger? Oder? Sieht aus wie Frogger. Nee. Nee. Muss man irgendwas machen? Das ist... Ja, bestimmt, aber. Ja.
Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur den Das ist ein Ding. Okay. Oh, oh, schon wieder zwei Polizisten. Oh, da ist die Schnecke. Was mache ich mit der Schnecke? Muss ich an der Schnecke vorbei da hoch, oder? Oder muss ich die Frage an die Schnecke? Das ist auch eins von diesen Spielen, wo dann so. Okay. Du hast mir dafür gesagt, ich habe sie liegen lassen, ja, und habe gesammelt. Ja, und die waren ja. Und war schon raus. So einzeln. Ja, mit so Multiplikation.